Hallo ihr Lieben, jetzt habt ihr schon viel gelernt über die richtigen Schuhe im Video und dann gab es das zweite Video zum Thema Handtaschen. Jetzt gibt es das Finish, das Outdoor-Finish sozusagen, denn ein schönes Outfit ist nicht das, in dem ihr ankommt, sondern im Normalfall hier in den mitteldeutschen Landen brauchen wir was zum Drüberziehen, weil es einfach sonst zu kalt ist. Und Gänsehaut ist kein schöner Begleiter. Also warm einpacken ist die Devise. Dementsprechend stelle ich euch hier mal natürlich den Klassiker vor, den wir alle kennen. Leicht und warm, aber nicht schön, ist einmal die Steppjacke. Also guckt einfach, dass die euch natürlich gut passt, aber auch nicht zu groß ist. Und vielleicht in einer eher fancy Farbe als in einem Rennerbeige. Dann lassen wir die durchgehen, aber wir lassen sie natürlich nicht so, nein, sondern wir ziehen darüber jetzt noch eine coole Jacke. Denn das ist dann was, mit dem man das Outfit noch ein bisschen tun kann und dann diese Jacke ein bisschen verdecken kann. Dementsprechend hier so ein Audrey Hepburn-Jäckchen. Natürlich im Idealfall, wenn es nicht so kalt ist, zieht ihr einfach nur die Jacke an. Aber geht auch notfalls über der Jacke. Und ihr müsst auch mal bedenken, diese Silhouette im Blick behalten. Denn ich habe jetzt absichtlich eine kurze Jacke genommen, die natürlich jetzt hier so ein bisschen diesen Marienkäfer-Maikäfer-Effekt hat. Aber alles besser, als wenn ihr jetzt darüber noch einen langen Mantel antragt, der jetzt nochmal schmaler ist und euch die letzte bisschen Silhouette nochmal wegnimmt. Das heißt, das streckt, weil es die Beine länger erscheinen lässt. Und was natürlich auch eine schöne Variante ist, die ihr entweder noch da drüber ziehen könntet oder einfach nur so anziehen könnt, sind so schöne Capes. So luftige Capes, die ihr als Cape anziehen könnt, aber auch als Schal. Dementsprechend die hier, die dünnere Variante, die gibt es auch noch, einfach hier über den Kopf ziehen und über das Jäckchen ziehen. Das geht natürlich auch entweder nur so über der Steppjacke oder auch einfach nur so, wenn es nur ein bisschen kalt ist, wenn ihr was zum Drüberziehen braucht. Also, so ist für richtig warm und wenn es dann auch noch regnet, dann zieht ihr einfach mal noch einen Hut auf und macht darauf auf jeden Fall ein sehr, sehr fancy, auffallendes Outfit, was trotzdem bequem und praktisch ist. Und natürlich dann vielleicht eher, wenn es regnet, auch wieder die Gummischieflinien oder vielleicht auch die Lackruderpiste nehmen. Also, je nachdem, welche Wetterlage es ist, gibt keine Ausreden, eine North Face Jacke oder eine Jack Wolfskin Jacke zu tragen. Ich hoffe, ich kann euch damit inspirieren. Wenn ihr noch mehr dazu haben wollt, dann abonniert den Kanal von Caroline Florett und ich versuche euch so oft wie möglich Updates zu geben zum perfekten Outfit, um euch das Leben noch ein bisschen schöner zu machen und die Outfit-Auswahl und die richtige Wahl mit Spaß zu verbinden. Also, alles Liebe und bis bald!